Activi-Fake News mit einem skandalträchtigen Exklusivbeitrag. Unsere Investigativabteilung, bestehend aus 27 Investigativreportern, ja, aller Fachrichtungen, konnte heute eine Exklusivnachricht betreffend eines südpfälzischen katholischen Kinderheimes exklusiv eruieren. Dort wurde ein dort lebendes Kind schwerst verletzt. Hier sehen wir die Beweissituation, die Verletzungen des Kindes im Augenbereich, die auf Einwirkung durch einen stumpfen Gegenstand hindeuten. Allerdings haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau ergeben, dass sich das entsprechende Kind diese Verletzungen beim Spielen mit diversen Nonnen zugezogen hat und damit kein strafbares Verhalten vorliegt. Da können wir allerdings alle froh sein und wünschen dem kleinen Franziskus gute Besserung.